Herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Artist TV. Wir wollen Sie heute recht herzlich einladen in die Fabrik der Künste. Der Betreiber und Inhaber ist Herr Horst Werner. Und hier werden wir den Künstler, den bekannten Künstler aus Hamburg kennenlernen, Albert Schindehütte, der seinen 75. Geburtstag feiert. Und wir werden eine Retrospektive erleben seiner Werke des Rabenwunderhorn, so wird es genannt. Und das sind Radierungen, Zeichnungen, Holzschnitte, Lithografien. Also Sie werden da viel Kunst erleben. Und er wird auch ebenfalls seine Uwe Gönschen Bilder präsentieren und eine Buchillustration vorstellen. Ja, und dazu laden wir Sie recht herzlich ein. Dankeschön. Ja, liebe Zuschauer, meiner Seite jetzt der Künstler Albert Schindehütte. Ich grüße Sie recht herzlich. Ich glaube, wir haben heute viele Anlässe zu feiern. Einmal Ihren 75. Geburtstag. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Merci, danke. Und Sie haben heute natürlich eine Ausstellung des Rabenwunderhorn. Würden Sie gerne mal erzählen, worum es hier geht bei dem Thema? Ich meine doch eine Retrospektive Ihrer Arbeiten der letzten 50 Jahre. Ja, so ist es. Also es gibt von ganz frühen Arbeiten von 1957 bis jetzt, hat man ein Panorama hier gezeigt. Ja. Inhaltlich, was hat Sie inspiriert? Was hat Sie in Ihrem Werdegang inspiriert? Wie hat es angefangen? Sie sind ja sehr vielseitig in Ihrer Gestaltung. Lithografien, Holzschnitte, Radierung, Zeichnungen. Womit ja, haben Sie angefangen? Man tummelt sich in allen möglichen originalgrafischen Techniken, ja, die es so gibt. Ja. Angefangen hat es mit kleinformatigen Federzeichnungen, ja, die ich während meines Studiums in Kassel an der Werkkunstschule gemacht habe. Ja. Und der damalige Professor hat gefragt, darf ich die haben? Ja. Oder hat was aus dem Papierkorb geholt, was ich da rein kann. Und nach einem Jahr ungefähr hat er gesagt, wir machen Ausstellung. Und so, dass ich also mit 19 meine erste Ausstellung. Also Sie haben ihn schon inspiriert und Sie wurden da auserwählt von Ihrem eigenen Professor. So ist es, ja. Völlig überraschend, ja. Und Sie sind aber dennoch in verschiedenen Werkstätten gewesen, wenn Sie da mal so ein bisschen so von den Zeit, ja, sag ich mal, Raffern so ein bisschen erzählen würden von den Zeitarbeiten. Naja, ich hatte dann 1961 eine Ausstellung in Berlin und da lernte ich einen Mann kennen in der legendären Gastwirtschaft Leierkasten. Ja. Und es handelt sich um Günter Brune Fuchs, der große Holzschneider und Dichter. Der stand an der Theke und man sah sich und zwar lieber auf den ersten Schluck. Und dann ist daraus eine enge Zusammenarbeit mit ihm entstanden in Berlin. Und dann wurde die Werkstatt Rixdorfer Drucke gegründet mit weiteren vier Kollegen. Und wir haben damals, muss man sich vorstellen, gab es den Umschwung im Druckereigewerbe. Also alle kleinen Buchdruckereien stiegen um auf Offset, sodass das Material aus den Buchdruckereien sozusagen auf der Straße lag. Und wir konnten uns da bedienen an alten Schriften, an Typen, an Druckmaschinen und haben damit künstlerische Drucke gemacht. Was Sie sehr auch bewegt hat, waren, glaube ich, auch die literarischen Werke des 19. Jahrhunderts, die Sie illustriert haben. Ja, irgendwie habe ich immer ein Faible für das 19. Jahrhundert gehabt. Also ich habe beispielsweise Edgar Allens Poesiealbum gemacht oder habe Lewis Carroll illustriert. Ja. Und zu dieser ganzen Affinität zum 19. Jahrhundert kam eine Begegnung mit den Brüdern Grimm. Ich komme aus Kassel, aus dem Herzland der Grimmschen Märchen und aus einem Dorf bei Kassel und stellte, das würde jetzt zu lange dauern, das im Einzelnen erzählen, ich stellte irgendwann fest, dass einer der Grimmschen Märchenbeiträge, Sie wissen ja, dass die Märchen gesammelt wurden, glaube ich, 50 verschiedene Leuten, und einer davon war der verabschiedete Dragonerwachtmeister Johann Friedrich Krause, der nicht nur in meinem Heimatort Dorf Breitenbach geboren ist, sondern sich auch als einer meiner Vorfahren herausstellte. Das ist ja ein wunderbarer Zufall. Und das hat mich zu der Beschäftigung mit den Grimmschen Märchen geführt. Heute die Ausstellung, was ist da so für Sie die wichtigste Botschaft heute, die Sie den Zuschauern mitgeben? An wen? Ich bin kein Botschafter. Ein Künstler nicht immer eine Botschaft? Ich habe 200 Sachen hier an die Wände gehängt. Ja. Und wenn das nicht Botschaft genug ist, sollen sich die Gäste hier individuell einfach so ist es, ja, etwas so aussuchen, ja, und mitnehmen. Ja, es ist ja hauptsächlich für die Augen gemacht und nicht für die Ohren.
Wie weit wollen Sie mit Ihren Werken noch gehen? Also, das heißt ja irgendwann auch mal, der Künstler ist angekommen. Ist der Künstler jemals angekommen? Sind Sie jemals angekommen? Oder nein, Künstler, das ist, glaube ich, ein Missverständnis, ja, dass man denkt, der Künstler fängt irgendwie an und dann gibt es einen Aufstieg und es gibt ein Ende. Das funktioniert anders. Ja. Das funktioniert mit einem Wurzelwerk. Man geht immer nach links und rechts, nach oben und unten. Und hoffentlich findet man immer wieder neue Anlässe, weiter auf dem Papier rumzukritzeln. Wie geht ein Künstler wie Sie mit den digitalen Medien um? Wie nutzen Sie die digitalen Medien auch, um Ihre Kunst zu präsentieren? Gehen Sie da mit der Zeit oder sagen Sie, nein, ich bleibe meiner Tradition, nein, also meiner klassischen Kunst? Was meine Kunst betrifft, ja, gehe ich nicht damit um. Ja. Aber wenn ich Bücher mache, ja, oder Prospekte und so, dann selbstverständlich. Aber das mache ich nicht selber, sondern ich sitze neben irgendwelchen Damen, die dieses Metier beherrschen. Und da man, es gibt eine komische Sache, man, ja, weiß als Laie immer nicht, was geht und was nicht geht. Ja. Und man macht die jeweiligen Damen immer verrückt, weil man sagt, wieso geht das nicht? Ja. Und so, also. Aber Sie, in meiner, ja, Kunst hat das nichts zu tun. Sie präsentieren heute auch Ihr Buch, Övigönnische Bilder. Ja. Wollen Sie dazu was erzählen? Sie wohnen ja auch in Övigönne, nicht? Ich wohne in Övigönne und habe irgendwann vor einigen Monaten festgestellt, dass in 25 bis 30 Häusern von den 100, die es in Övigönne gibt, ja, Bilder von mir hängen, und habe dann mit dem Fotografen Michael Zapf bin ich von Haus zu Haus gegangen und habe die Bilder, wie sie dort an den Wänden hängen, fotografiert, und die sind in dem Buch jetzt versammelt. Wie sind Sie auf diesen Ausstellungsplatz aufmerksam geworden? Wie kam es hier zu dieser Zusammenarbeit? Das wird uns, ja, mit der erwähnten Werkstatt Rixdorfer Drucke hier, hm, vor einem Jahr eine Ausstellung gab. Ach, und das gefiel uns spontan. Und werden Sie weiter reisen? Wird es so eine Art, sag ich mal, Wanderung sein durch verschiedene Kulturplätze, oder bleiben Sie, ja, hier erstmal? Nein. Ich habe in meiner Heimatstadt Kassel im, mhm, Herbst an zwei Plätzen eine Ausstellung. Und, ja, da wird einiges von dem, was man hier sieht, vor allen Dingen die frühen Sachen, die ich in Kassel gemacht habe, ja, die in Kassel auch noch nie gezeigt worden sind, die werden da gezeigt. Herr Schönhütte, ich, ja, danke Ihnen rechtmals für dieses schöne, kurze Interview. Ich, ja, weiß, Sie besuchen Ihre Gäste. Möchten Sie noch irgendeinen Gruß ausrichten? Sie sind überrascht. Wer sitzt denn am anderen Ende und hört uns? Das sind unsere Zielgruppen von Artist TV, ein Premium-Magazin. Ja, vor denen verneige ich mich und grüße in alle Welt. Und das werden Ihre Fans, ja, auch tun, das glaube ich. Dankeschön. Ja? Gut, schön, ich danke Ihnen. Okay, ciao. Thank you.
Ja, liebe Zuschauer, Fabrik der Künste, so heißt die Kulturstätte hier. Sie wird betrieben von Herrn Horst Werner. Ich grüße Sie erst mal recht herzlich heute Danke. Mit dem Künstler Albert Schindehütte. Darf ich Sie grüße vorweg- Sie auch herzlich. Dankeschön. Darf ich Sie vorweg fragen, wie kam es zu der Zusammenarbeit mit dem Künstler? Ich kenne die Rixdorfer Gruppe, zu dem ja Ali Schindler gehört, schon aus meiner Studienzeit in Berlin und hatte auch immer Kontakt zu dieser Künstlergruppe. Und wir haben im letzten Jahr eine ganz große Ausstellung hier im Hause gehabt mit der Rixdorfer Gruppe. Und daraus ist entstanden, dass wir zu Alis 75. Geburtstag hier eine Ausstellung in der Fabrik der Künste machen wollen. Also Sie sind Freunde von langer Zeit her. Ja. War das damals eine Bewegung, kann man sagen? Da gab es irgendeine Bewegung mit einer bestimmten Botschaft auch? Oder naja, die Berliner Gruppe der Rixdorfer waren schon provokativ, waren politisch und haben in Berlin viel Aufmerksamkeit erregt. Und dazu gehörte als Aktivist Ali genauso dazu. Ist das heute auch Gegenstand Ihrer, sag ich mal, Kommunikation? Wollen Sie hier auch Politisches vermitteln oder wollen Sie Künstler, die in irgendeiner Weise auch sich gesellschaftlich kritisch äußern und auch polarisieren, hier, sag ich mal, vorstellen? Ja, also wir sind hier keine politische Institution, aber wir sind schon sehr daran interessiert, mit Künstlern zusammenzuarbeiten, die auch den Zeitgeist kritisch betrachten und beurteilen. Und das sieht man ja in vielen Werken von Ali auch. Was haben Sie bisher hier präsentiert? Was waren das für Künstler? War das mehr so zeitgenössische Kunst oder war das auch klassische Kunst? Wir haben ganz große Ausstellungen mit den Wiener Phantasten, mit dem Ernst Fuchs und den Gründern der Wiener Phantasten gehabt. Wir haben aber auch moderne Kunst, den Giga, H.R. Giga, der ja für die jungen Leute der Gründer der Science Fiction ist und da hatten wir alleine 12.000 Besucher zu der Giga-Ausstellung hier bei uns im Hause. Fantastisch, ja. Und wir wollen interessante Künstler, auch den Zeitgeist widerspiegeln, wollen aber auch vor allen Dingen junge Künstler fördern und arbeiten sehr eng mit den Kunsthochschulen hier in Hamburg zusammen und machen Projekte, vor allen Dingen mit der HAW, der Hochschule für angewandte Wissenschaften, arbeiten wir sehr eng zusammen. Das wäre meine Anschlussfrage gewesen, nach welchen Kriterien Sie sich Künstler suchen. Gehen Sie selber dann in die, sag ich mal, Universitäten oder in die Schulen und schauen sich die Künstler oder die Kunstwerke an oder werden die Ihnen vorgestellt? Kriegen Sie Vorschläge? Wie werten Sie sowas aus? Also mit den Hochschulen entstehen gemeinsame Projekte. Da gibt es Semesterprojekte. Im letzten Jahr haben wir eine große Ausstellung hier gemacht, eine kritische Betrachtung der Studenten in zweisemestriger Arbeit entstanden über die Hafen City hier in Hamburg. Und andere interessante Ausstellungen, die wir mit der Hochschule gemeinsam absprechen, thematisieren. Und das sind die einen Geschichten, aber wir stellen eben die Räume auch hier Künstlern zur Verfügung gegen einen Unkostenbeitrag, die kein Forum finden und keine Möglichkeit haben, ihre interessanten Arbeiten auszustellen. Und das sind häufig junge Künstler, denen wir hier die Möglichkeit bieten, bei uns auszustellen. Wie sehen Sie allgemein den Standort Hamburg für Kulturförderung und Ihr Wirken? Hier haben Sie das alles in Eigenleistung vollbracht? Oder sind Sie auch oder würden Sie auch gerne staatliche Mittel nehmen? Wie machen Sie das hier? Ja, also es ist so, dass wir das selber finanzieren, hier weitgehend über die Stiftung der Fabrik der Künste. Und da gibt es auch einige Sponsoren, die uns unterstützen, aber den größten Teil trage ich selber. Die würden Sie gerne mal an dieser Stelle nennen übrigens? Die Förderer dürfen Sie gerne mal nennen? Ja, die möchten nicht so gerne genannt werden. Ach so, ja, gerne. Gut. Möchten nicht so gerne genannt werden, aber wie gesagt, es gibt ein paar Förderer, die uns unterstützen. Ansonsten finanzieren wir das weitgehend selbst. Von der Stadt werden keine Projekte gefördert. Es werden bei manchen Projekten einige Künstler hier mal von der Stadt mit gefördert, aber das ist sehr dünn, was die Stadt hier unterstützend für diese Kulturinstitutionen. Also sind es die Initiativen der privaten Bürger, die sich einsetzen für Schüler, die die Hochschulen besuchen. Das finde ich schon mal sehr lobenswert, dass Sie mich das erwähnen lassen. Abschließend noch mal zu Ihrem Background, dass man Sie auch noch mal kennenlernt. Kommen Sie selber aus der Kunst- und Kulturszene? Waren Sie selber kreativ immer? Wie hat man Ihre Arbeit und Ihren Werdegang denn zu verfolgen oder zu Ja, ich habe in Berlin an der Meisterschule für Grafik und Design studiert und später Philosophie und Literaturwissenschaft
hatte dann eine Werbeagentur hier in Hamburg und noch ein anderes kaufmännisches Unternehmen und habe alles 2001 verkauft und habe diese Location dann aufwendig aus- und umgebaut, um endlich das, was ich immer schon wollte, Kultur zu zeigen und mit Kulturschaffenden zusammenzuarbeiten. Also haben Sie sich einen Lebenstraum erfüllt, kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Soll es dann auch so bleiben oder haben Sie noch andere Ziele, Visionen darüber hinaus, über diese Kulturstätte hinaus? Oder sagen Sie, hier möchten Sie im Grunde genommen eigentlich ein Zentrum der Künste und kulturellen Begegnungen schaffen? So ist es, dass ich diese Stätte hier weiter ausbauen will und mit vielfältiger, interessanter Kunst. Wir machen zum Beispiel erstmalig in diesem Sommer, Anfang September, ein Hoftheater mit einer italienischen Theatergruppe. Das wird ein ganz interessantes Projekt werden. Ja. Wir haben eine ganz tolle arabische Kulturwoche hier gemacht. Da hat uns das Kulturministerium in Kairo 12 Tänzer und derwische Tänzer und Musiker kostenlos hier zur Verfügung gestellt. Wir haben eine polnische Woche gemacht hier mit der Soiree und Martinet und wollen auch internationale Künstler hier zu Kulturtagen oder sowas einladen und wollen die Kulturen der verschiedenen Länder als einer der Aspekte unserer künstlerischen Arbeit hiermit zeigen. Das war ein ganz interessanter Aspekt nochmal zum Ende. Wollen Sie noch auf eine bestimmte Veranstaltung hinweisen, neben der, die heute eben halt hier stattfindet? Möchte ich auf zwei hinweisen. Ja. Die eine Veranstaltung ist eben dieses Hoftheater mit der italienischen Theatergruppe. Am 6. September und dann findet im November eine ganz große Ausstellung des ostdeutschen Malers Willi Sitte statt. Und das ist einer der großen ostdeutschen Künstler, die wir hier präsentieren werden. Und das wird eine ganz große Ausstellung werden. Da freue ich mich drauf. Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche Ihnen heute viel Erfolg und für weitere Ausstellungen ebenfalls natürlich. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Ja, liebe Zuschauer, meiner Seite jetzt Frau Abdullah, ich grüße Sie recht herzlich. Sie sind Schauspielerin, ist richtig, ja? Und wir wollen ja die Protagonisten des Abends mal kennenlernen und da sind Sie natürlich auch ein Bestandteil des Abends, denn heute wird ja ein Buch präsentiert und zwar das Buch Övegönnische Bilder. Genau. Und was ist heute Ihr Part und wie kam es denn da zur Zusammenarbeit? Ich bin eine Nachbarin von Ali Schindehütte und wir lesen Texte über Övelgönne. Die zu Övelgönne passen und die zu den Bildern passen und die Gedichte stehen zum Teil auch in den Bildern drinnen. Das heißt, Sie wohnen zufällig neben Herrn Schindehütte. Das ist ja ein toller Zufall und haben dann auch sozusagen sind berufen worden, für heute Abend mit die Lesung mitzumachen. Ja, klar. Ja? Mhm. Was traut er Ihnen zu, diese empathischen Fähigkeiten, dass Sie den Text besonders, sage ich mal, gefühlvoll präsentieren? Haben Sie sich so ausgetauscht über die einzelnen Passagen? Wie hat er Sie denn so gebrieft? Er hat uns insofern gebrieft, dass er uns gesagt hat, welche Gedichte ihm wichtig sind, welche er gerne mag und den Rest überlässt er uns, weil er kennt uns auch schon ein paar Jährchen. Das heißt, Sie sind in der Gestaltung frei und können Ihr Temperament, Ihr Gefühl einbringen nach Herzenslust, so wie Sie sich das in dem Augenblick auch visualisieren und vorstellen. Ja. Darf man über Sie etwas erfahren? Sie sind Schauspielerin. Was sind Ihre Ambitionen aktuell? Was haben Sie schon gemacht? Was interessiert Sie? Ich war 9 Jahre am Thalia-Theater in Hamburg und bin jetzt frei, schon seit ein paar Jahren und drehe und mache eigene Filme und spiele auch Theater, in Bremen zum Beispiel. Ja. So. Gibt es da irgendwas, was Sie gerne mal thematisch gerne mal erzählen möchten, wo Sie vielleicht auch unsere Zuschauer einladen möchten? Wenn Sie sagen Bremen gerade, da waren wir auch gerade in Bremen übrigens zufällig. Ja, da spielen wir das Leben auf der Praça Roosevelt im Herbst wieder. Ja. In der Inszenierung von Alice Sandwijk, einer Holländerin, die selber ein eigenes Theater hat. Ganz spannende Frau und schöne Inszenierung, finde ich. Das kann man sich gut angucken. Und ja, sonst... Welchen Part spielen Sie? Was hat Sie da angesprochen an dem Werk? Inhaltlich, worum geht es da? Oh, inhaltlich geht es um das Leben, wie der Titel schon sagt, das Leben auf der Praça Roosevelt. Ja. Das sind lauter gescheiterte... Biografien, die sich da treffen auf diesem Platz, den es ja wirklich gibt. Und dazu hat Dea Lohr zum Teil recherchiert, die hat dort lange gelebt und hat eben über diese merkwürdigen Figuren, die hat sie alle zusammengebracht zu einem Stück.
Ja, das klingt sehr spannend. Ja, es ist spannend. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem Stück. Heute auch auf jeden Fall bei der Inszenierung. Sie sind ja gerade in den Vorbereitungen, dann möchten wir Sie auch nicht weiter ablenken und wünschen heute viel, viel Erfolg. Danke. Danke, tschüss. Ja, liebe Zuschauer, unmittelbar vor der Ausstellung natürlich auch mal eine Gästestimme, Frau Helga Hack. Ich grüße Sie, Helga Hack Atelier, Haute Couture Atelier, oder wie so nennt sich das genau? Wie firmieren so Sie das? Ja? Haute Couture Atelier. Ja. Sie auch heute hier zu Gast und ich glaube, Sie sind ein treuer Gast von Herrn Werner. Was inspiriert Sie hier? Was haben Sie bisher erlebt? Also, ich habe hier eine Vielzahl an Ausstellungen besuchen können und die unterschiedlichsten Künstler auch letztlich kennengelernt. Und was mich immer wieder aufs Neue fasziniert, nicht nur, dass, ich sag mal, unterschiedliche Arten der Malerei oder auch anderer Dinge hier sichtbar sind, es sind auch wirklich sehr außergewöhnliche Menschen treffen sich hier und es ist immer eine ganz, ganz feine Stimmung. Und Herr Werner, der das ja wirklich mit Leib und Seele und mit Herz und mit einer Großzügigkeit auch immer hier veranstaltet, ist ja jedes Mal dabei, sodass also die unterschiedlichsten Ausstellungen immer auch ein ganz besonderes Flair haben, wo man, also ich bin jedes Mal überrascht, wenn ich hier bin, wie gut mir das gefallen hat. Persönlich, was nehmen Sie von dem Abend mit? Sind es mehr so die Gespräche, die inspirativen Gespräche? Oder sagen Sie auch, wenn Sie die Kunst sehen oder schon Kunstwerke gesehen haben, das verarbeite ich auch in bestimmte, sag ich mal, Designs, die Sie für anfertigen? Gibt es sowas? Also, die Art, die ich bisher hier gesehen habe, hat mich in meiner Modeausrichtung noch nicht inspiriert. Das, was ich eben wirklich sehr, sehr schön finde, ist von meiner ganz privaten Ausrichtung her, so unterschiedlichste Dinge einfach kennenzulernen und auch eben tolle Gespräche zu führen, in einem netten Kreis hier immer aufgehoben zu sein, das ist eigentlich das Hauptanliegen. Aber daraus schöpft man ja dann auch kreative Kraft, nicht? Und natürlich. Energie. Schöne Abende sind immer mit was Kreativen wunderbar. Vor allem nicht. Ja, mit netten Leuten umzugehen, ich sag mal, das ist Lebensbalsam, für mich jedenfalls. Ne? Frau Hack, heute Abend, der Künstler, ist der Ihnen schon bekannt gewesen? Haben Sie da schon was gesehen? Gab es einen Austausch bisher? Ein Austausch nicht persönlicher Art, aber ich habe in der Presse gelesen, als hier die Eröffnung stattfand, ich glaube, das ist letzte Woche gewesen, war ich auch eingeladen, konnte ich leider nicht, war ja ein großer Artikel im Hamburger Abendblatt. Das habe ich natürlich alles verfolgt und von daher ist es für mich heute eine ganz große Aufforderung gewesen, nun also anlässlich des Geburtstages und jetzt gleich dieser Lesung hier zu erscheinen, um dann diesen Abend wenigstens gemeinsam mit vielen, vielen anderen netten Leuten zu verbringen. Und ich treffe natürlich auch im Laufe der Jahre viele Gesichter, die ich schon kenne. Abschließend nochmal die Frage zu Ihrer Mode. Auch Sie machen ja bald eine große Veranstaltung. Möchten Sie ein bisschen was über sich erzählen, über die Mode und was Sie da eigentlich veranstalten? Ich glaube, es ist auch eine Art Jubiläum, nicht? 30-jähriges Jubiläum. Ja. Also in diesem Jahr findet bei mir das alljährliche Sommerfest statt am 16. August für geladene Gäste selbstverständlich. Das kann ich nicht öffentlich machen, das geht halt nicht. Und aber wie gesagt, dieses Jahr unter dem Motto 30 Jahre Helga Hack. Meine Mode, ich mache nur Haute Couture schon seit ganz vielen Jahren. Angefangen bin ich seinerzeit mit Strickmode. Ich habe früher den Handel auch bedient, die MS Europa habe ich beliefert und ganz, ganz viele Dinge, aber nunmehr schon seit knapp 20 Jahren habe ich mein eigenes Atelier in Lemsa-Mellingstedt und mache also nur Einzelanfertigung, nur Haute Couture. Und das bedeutet also wirklich, dass für mich die größte Freude darin liegt, die ganzheitliche Erfassung einer Frau, wie sie vom Typ ist, wie sie vom Wesen eben ist, was sie überhaupt auch vorhat und sie dann wirklich, ich sag mal, einfach perfekt zu beraten. Und das ist meine ganz große Freude, meine, ich möchte mal sagen, Leidenschaft und vielleicht ein bisschen, nicht nur vielleicht, auch meine Berufung, weil das Feedback, was meine Kunden bekommen durch diese Art der Beratung, weil es also nicht dem Trend ausgesetzt ist, was nun gerade in einer Saison von Mailand oder Rom vorgegeben wird oder wo es auch immer herkommt oder von insbesondere auch Paris oder New York, das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende für mich ist tatsächlich, dass die Kunden erfasst werden von mir und dass alles das zum Leuchten kommt, was vielleicht vorher ein bisschen im Verborgenen lag. Und da sind gerade die Maße, die Proportionen und die Farben sehr entscheidend. Das war ein schönes Schlusswort. Dann bringen wir auch diese Veranstaltung heute zum Leuchten. Ja. Wir bekommen hoffentlich auch leuchtende Blicke und Erleuchtungen zu der Veranstaltung. Ich danke Ihnen, Frau Hack. Dankeschön. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Liebe Freunde der Fabrik der Künste, herzlich willkommen zu diesem Abend und es wird, wie Sie zu späterer Stunde hören werden, ein besonderer Abend heute sein,
deshalb auch hier die andere Bestuhlung bei uns, die Kaffeehausbestuhlung und nicht die Reihenbestuhlung, die bei uns sonst üblich ist. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind hier heute Abend und bin ganz gespannt, da ich das detaillierte Programm auch nicht kenne, dass nach der ersten Musikeinlage und auch vorgestellt werden die Musiker ein bisschen später, wir dann Herrn Otte hören werden und der eine Überraschung für uns alle hat. Also, schönen Dank und darf ich euch bitten. Wir hatten auch kurz überlegt, was wir so alles machen. Also Tanzmusik gehört und eigentlich ist ein unzertrennlicher Teil aller Feste. Da haben wir mit Alina überlegt, wir machen heute Tanzmusik. Beginnt von der Mitbürgerin von Frederik Schabach.
Abend, sehr verehrtes Publikum, liebe Freunde. Können Sie mich verstehen? Ja. Wundervoll, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Alis Vögel sind schon da, kann man sagen. Gerade haben Sie das Beethoven-Duo gehört. Alina Kabanova und Fjodor Elesin. Herzlichen Dank auch an euch, dass ihr hier seid heute Abend. Dass die beiden heute Abend mit von der Partie sind, hat offensichtlich in allererster Linie damit zu tun, dass sie hervorragende Musiker sind. Aber auch ein bisschen damit, dass sie mal in Övedgönne gewohnt haben. Denn der heutige Abend ist einem Menschen gewidmet, der auch schon sehr lange in Övedgönne wohnt, von dem man auch irgendwie einen Vogelmenschen nennen kann. Man könnte ihn, Albert Adi Schindelhütte, auch einen komischen, wenn nicht gar einen Paradiesvogel nennen, und zwar im allerbesten Sinne. Auf jeden Fall verwandelt er Vögel in Bilder und das sehr gut. Und man könnte ihn, Ali, in einem gewissen und auch wieder im allerbesten Sinne einen Knaben nennen. Warum? Erfahren Sie später. Es sei denn, Sie kennen Ali bereits persönlich. Wenn das so ist, dann muss man das auch nicht mehr groß erklären. Aber merken, Vogel, Knabe. Ich wage nämlich die Behauptung, dass der Name der Ausstellung, in der wir uns gerade befinden, eine verkappte Selbstbeschreibung ist. Des Raben Wunderhorn. Da kommt der komische Vogel vor, der Ali selbst sein könnte und den er sicherlich variationsreich zeichnet. Und da kommt auch der Knabe vor. Denn der Titel der Ausstellung bezieht sich natürlich auf des Knaben Wunderhorn von Arnim und Brentano. Naja, und dass das Werk von Ali Schindelhütte ein veritables Wunderhorn ist, ein unerschöpfliches Füllhorn nämlich, das sehen Sie hier und unten ja selbst. Um dieses Füllhorn geht es heute Abend, ebenso wie um Övedgönne selbst. Und es geht um ein Buch. Wir sind hier, um ein Buch in die Welt zu entlassen, das nicht nur die Schönheit von Adis vielfältigem Werk zeigt, sondern auch die Schönheit, die entsteht, wenn sich Schindelhüttes Füllhorn über bzw. in Övedgönne ergießt. Die Övedgönnschen Bilder heißt das Buch, das Alis Oeuvre in Övedgönner Interieurs zeigt. Der Titel meint aber genauso die Fotografien von Michael Zapf, da hinten steht er, dessen eigenes lichtstarkes Wunderhorn ebenfalls ganz fantastische Bilder produziert hat, die Sie im Übrigen hier projiziert die ganze Zeit sehen können. Mein Name ist Joachim Otte und ich bin einer von den Nachbarn, die im Untertitel des Buches auftauchen. Zur Unterstützung für den heutigen Abend habe ich aber noch mehr Nachbarn mitgebracht. Die ehemaligen Övedgönner Nachbarn, Alina und Fjodor, haben Sie bereits gehört. Aber es sind auch zwei Schauspieler da, die Tür an Tür mit Ali wohnen. Herzlich willkommen, Laila Abdullah, Alexander Simon. Zur Feier des Tags, des Buchs und des Werks von Ali Schindelhütte hören Sie in der folgenden Stunde Musik und Sie hören Texte. Texte von Autoren, die auch einmal Övedgönner Nachbarn waren, so wie Hans Leib oder Peter Runkorf. Oder von Autoren, die auf andere Art wichtig für Ali und oder sein Schaffen sind und waren, so wie H.C. Ackmann zum Beispiel oder Joachim Remmelnatz. Jedenfalls, achten Sie mal drauf, werden wir gleich auf die eine oder auf die andere immer wieder ein paar komischen Vögeln begegnen. Ich selbst hatte die Ehre, das Vorwort für die Övedgönnschen Bilder schreiben zu dürfen. Und so sehr ich mich darauf freue, dasselbe gleich vorzutragen, den ersten Teil im Anschluss, den zweiten Teil später, ein wenig anmaßen kommt mir das im Kontext der eben genannten Autoren natürlich schon vor, aber als Nachbar
darf ich es mir vielleicht erlauben. Früher sah ich ihn nur selten und auch nur selten mit Vergnügen. Da hatte er seine genialische Phase, was er gern öffentlich ausdrückte. Heute wohnt er unten in unserem Haus und maskiert sich als freundlicher Nachbar, was allen Beteiligten nur recht sein kann. Wie es um Albert Ali Schindehüttes nachbarschaftliche Qualitäten vor 40 Jahren bestellt war, weiß ich nicht. Schwer vorstellbar jedenfalls, dass an der sanftspitzigen Bemerkung des Schriftstellers Peter Rühmkorff etwas dran sein konnte, die er, Rühmkorff, 75 in einem Aufsatz für einen Schindehütte-Katalog unterbrachte. Zwar wohnt Ali noch immer unten in jenem Haus, aber sollte er je die Maske des freundlichen Nachbarn getragen haben, hat er sie längst abgelegt, um den freundlichen Nachbarn zum Vorschein zu bringen, der er ist. Man sieht ihn häufig in Öbelgönne und immer mit Vergnügen. Dieser Satz ist doppelt wahr. Es gilt zu unterscheiden zwischen dem Schindehütte und einem Schindehütte. Einen Schindehütte sieht man nämlich in 30 Wohnungen oder Häusern entlang des ungefähr 1 Kilometer langen Wegs, der direkt am Altonaer Elbstrand und gegenüber des hafenkranvollen Athabaskakais verläuft und Öbelgönne heißt. Dieser Weg trennt kleingartenartige, elbwärts abfallend strandgrenzende Grüngrundstücke von den dazugehörigen Häusern. Niedlich-bäuerliche Kapitäns- und Lotsenhäuschen sind das, die ältesten aus dem frühen 18. Jahrhundert. Aber auch stattliche, mehrstöckige Pfeffersack-Sommerresidenzen aus der Gründerzeit. Auf halber Höhe zwischen beiden mal rosenfingerige Wintergärten, mitunter Reihenhauseinsprengsel von erfrischender Durchschnittlichkeit, bisweilen Modernes. 1000 Meter wunderlich verwürfelte Häuserzeile mit dörflichem Kleinleute-Klassizismus, Anwohner Rühmkorff, beziehungsweise Deutschlands schmalste und spektakulärste Fußgängerzone, Matthias Politiki, auch Schriftsteller. 1000 durch 30, im Durchschnitt kann man also alle 33,333 Meter einen Schindehütte in Öbelgönne mit Vergnügen sehen. Vorausgesetzt, man darf eintreten. Michael Zapf, Alis Freund und Hausfotograf, darf. 30 Öbelgönner haben mindestens einen Schindehütte im Haus. Ali ist kein freundlicher Nachbar. Er ist ein freundlicher Mitbewohner. In die Öbelgönner Behausungen einzutreten, um aus diesen einmal herausschauen, statt immer nur großäugige Blicke hineinwerfen zu können, das wünscht sich der Menschenstrom, der am Wochenende bei gutem Wetter die Gasse gemütlich verstopft. Die Öbelgönner pflegen buchstäblich eine enge Koexistenz mit den Besuchern. Es bleibt ihnen auch gar nichts anderes übrig. Die Transparenz verdeutlicht den dörflich-enklavenhaften Charakter des singulären Flecks nur. Komm rein, sagt Ali zu Lena, als sie an seine gefensterte Tür auf Wegseite klopft. Es ist Sonntagnachmittag. Ali und ich besprechen das Buch. Lena wohnt 3 Häuser weiter. Sie organisiert Öbelgönner Theatergruppentickets, wenn Alexander, 1 Haus weiter, Premiere im Thalia hat. Nena ist auf dem Weg irgendwo hin und stoppt für einen Kurzcafé. Hier ist ja immer Tag der offenen Tür, sage ich. Früher standen die Türen wirklich immer auf, sagt Ali. Die beiden tauschen Erinnerungen aus. Ali ruft Jule an. Dürfen wir mal kurz vorbeikommen und gucken? Klar. Auf dem Weg zu Jule, 200 Meter, bleiben wir nach 50 Metern plötzlich stehen. Warte mal. Ali klopft an eine gefensterte Tür auf Wegseite. Komm rein, sagt Karlchen zu Ali. Ich will dem Joachim nur mal kurz die Bilder hier zeigen, sagt Ali. Die Kinder lassen sich nicht stören und laufen rum. Bei Jule fällt Ali ein, dass man ja auch noch nach nebenan gehen könnte. Feli ist gerade nicht da, sagt Jule.
Die Kinder lassen sich nicht stören und gucken Olympia. Hast du den Schlüssel? Fragt Ali. Klar. Nochmal. Für ein Dorf. Nur, dass das Dorf 10 Autominuten vom Hamburger Stadtzentrum entfernt liegt und 40 Meter oberhalb buchstäblich eine Parallelgesellschaft namens Elbchaussee mit viel Bewegungsmelderbürgertum verläuft. Hans Leib, der eine Weile in Övelgönne wohnte und mit Lilli Marlene weniger bekannt geworden ist als das gleichnamige Lied, hat über dieses Gefälle einen Roman geschrieben, Jan Himm und die kleine Brise. Darin kommt die Himmelsleiter vor, zugleich Treppe und Adresse, die oben und unten verbindet und die man hinabsteigt, um dem Himmel näher zu kommen. Von der Övelgönne, wie die Anwohner sagen, geht noch einmal eine kleine Treppe nach unten und weil man dann in der Strandperle gelandet ist, gibt es gar kein Gefälle mehr. Ganz unten angekommen, am Strand. Ganz weit vorne in der Mutter aller Beachclubs. So diverse Zeitungen. Mir gefällt der Begriff nicht. Die Strandperle, zu lässig für Coles, grenzt sich nicht als etwas ab. Sie ist nicht hip. Sie ist kein Club, sie heißt nicht Beach Pearl. Es ist kein exklusiver Ort, sondern ein inklusiver. Es ist keine Single Location, höchstens dann, wenn man auch eine Dorfkneipe so nennen mag. In der Strandperle trifft sich die Övelgönner Szene, also die Nachbarn. Alle anderen sind auch da. Gefällelose Nachbarschaft aller mit allem. Die große weite Welt fährt in bunt gewürfelten Hochhäusern vorbei oder dreht sich majestätisch Zeitlupen langsam um ihre eigene Achse. Die Kinder lassen sich nicht stören und quieken im Sand. Die Hunde kommen vom Hölzchen aufs Stöckchen. Lokaler als hier geht nicht, auch nicht weltläufig. Global Village Övelgönne. So ein Chapter von Monty. Thank you.
Kanzlei beschrieb einst: Den Sommer über verzogen wir uns nach Öwe Gönnen, in das malerische kleine stille Lotsendorf, das sich seezu hinter Altona hinreiht, strandlings mit Fliesenweg und schmalen Vorgärten, den soliden Familien dort und besonders den schönen und allerschönsten Lotsentöchtern Hanna Meier und Elisabeth Hauschild sei Dank, dass sie das lockere Paar kameradschaftlich aufgenommen und geduldet haben. So elend arm es uns dort zuweilen erging, wir waren stets vergnügt. Nie wieder sind mir Verse und Melodien so leicht vom Gemüt geglitten. Der Pelikan. Da gingen wir in St. Pauli an Bord, es blies eine Brise, die blies aus der Nord. Und sie bläst und blies sie aus der Nord, so kann es geschehen, da wollten wir alle uns wiedersehen. Was gehst du nach See und was gehst du an Bord? Da gibt's keine Liebe, da gibt es kein Wort. Kein Wort als das eine, das heißt Pöne Pön. Und ist doch auf See wie St. Pauli so schön. Und in Frisco, da stehen schon die Mädchen vor der Tür. Ich lieb dich, meiner Seele, und was nimmst du dafür? Da nahm sie, da kam sie, da sprach sie, oho, und so schön wie auf See und St. Pauli und so. Da fingen sie auch einen Pelikan, dem haben sie irgendwas Schlimmes getan. Denn man soll ja die Tiere und Menschen lieben, aber sie haben damit ihren Schweinskram getrieben. Da mussten sie alle zugrunde gehen, denn das Segeln, und das muss ein Seemann verstehen. Wo sind sie, wer fand sie, wer nimmt sie, oho, und so schön wie auf See und St. Pauli und so. Blau geblümte Kleine, Backbord, Ade. Hoch ist der Himmel, tief ist die See. Kleiner Weg in Ölgönne, blasser Fliesenweg bei Regendämmerung. Eine ferne Laterne und eine Schleppe Katzengold, das bleibt mir getreu in aller Welt. Schmal geht der Weg und tief am Hügelwulst, der vom Ural kommt oder vom Jötunfjelde. Letzte Tatze Einsamkeit vor der brüllenden Stadt. Hoch oben bauschen sich die Kaufherrngärten und zu unterst sind die Lotsenhäuser aufgereiht. Sie sind pieksäuberlich wie ihre blonden Töchter. Du guter Gang bei Messingklinken und sieht Seestiefelgeruch. An den stillen Biegungen warten die langen blauen Steuermannsschüler auf Großvogelsang und Gloria Batavia. Aber jenseits der Fliesen sind die kleinen Heimwehsgärten, von denen im Kojenschwung und mitten beim Cadmi Feuerschiff 3 oder 2 oder weiter hinten Sydney, Buenos Noches, plötzlich das Lächeln Traum über die harten Münder wischt. Traum von Bank und Kiesweg, Schnörkelbeet und Hecke, vom Sonntagsboot in den weißen Davids und von der alten Ulme, Blattgeraschel. Daran der zahme Wind sich scheuert, kleiner Badeballenwind, der leise schnurrt, vom Kaffee klatscht und Kind getennt, der sachte Hinterhalt. Immer ist ein wenig Salz in ihm und ein wenig Weinen und ein wenig letzter Gruß. Denn hinter jenen Gärten tiefer liegt der Strand und dann der Strom und immer der Dampfer dumpfen Du und des ewigen abschiedsvoll. Und immer die Fernen und die diesigen Unermesslichkeit und der Sonne Abendhaus und die ewige Welle Welt. Ein ehemaliger Matrose fliegt von Joachim Ringelnatz. Ich bin einst in Seemannsjahren oft elbauf, elbab gefahren. Auf der Seite, wo wir dann Stadt Altona sichteten, stand ich an Deck und sah. Sah ein Haus, Schornsteinruß geschminkt, kickt es lustig nach der Elbe hin. Und ich wusste, Meta wohnt darin. Wenn ich dort vorbeigefahren bin, hat sie mir und hab ich ihr gewinkt. Ein Signal, ich liebe dich. Und ich sah sie und sie sah auch mich. Heute flog ich über das vertraute Altona, hab mich das Haus entdeckt, doch ich hab die Hand hinausgestreckt, hab gewinkt,
wie ich es einst getan. Und ich wusste, Meta schaute, winkte auf nach meinem Wolkenkahn oder, wie sie es nennen, Aeroplan. Wenn man sich auch sonst von nah Teufel eins viel lieber sah, dachte ich doch verliebt und bang, oben dort im Wolkenhang, wenn ich jetzt hinunterstürze, fängt mich Meta in der Schürze auf. Ich komme und gehe wieder. Ich, der Matrose Ringelnatz. Die Wellen des Meeres auf und nieder tragen mich und meine Lieder von Hafenplatz zu Hafenplatz. Er kennt meine lange Nase, mein vom Sturm zerknittertes Gesicht. Dass ich so gerne spaße nach der harten Arbeit draußen. Versteht ihr das oder nicht?